Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf dem Kanal Skat und Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, Bus Simulator 18. Habe ich sehr lange in letzter Zeit nicht gespielt und wir starten auch direkt rein. Ja. Warte, bevor wir reinstarten, was ich jetzt erstmal mache kurz. Zack, Fahrt beginnen, erweiterte Einstellung. So, ausmachen. Blitzer aus. Fahrgeräusche aus. Benutzer definierte Bodenschwellen aus. So. So. Also Busse aus 1 macht die Schwäche. Ja, so. Dann gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser ist mit den Bremsen und so. So, dann starten wir jetzt mal rein. So. Dann öffnen wir hier nochmal alles. Wir müssen immer noch diese 180 Leute transportieren. Vielleicht tue ich auch irgendwann mal weitermachen. Oh. So, jetzt kann ich losfahren. Und let's go. Dann fahren wir mal los. So, Blitzer und sowas sind jetzt alles aus, damit ich auch nicht immer Geld verliere, weil das geht einem auf den Sack, Leute. Das ist nämlich auch ein bisschen schade, wenn man dann immer Geld verliert. Also ich habe jetzt alles ausgeschalten, was geht. Das heißt, ich sollte jetzt kein Geld mehr verlieren. In irgendeiner Art und Weise. Eigentlich. So, jetzt gucken wir erstmal, wie schnell wir bremsen. Ja, so muss die Bremse bremsen. So. Warum leckt es jetzt schon wieder? So. Ey, dieses Bus Simulator 18 updaten die aber auch nie, ne? Also, die tun ein Spiel öffentlich machen und dann kommt ein neues Spiel und dann wird's wieder nicht. Und dann wird's wieder nicht geupdatet und verbessert, ey. Egal. So. Mann, warum bremst der denn jetzt? Komm hier nicht rum. So. Okay. Fahren wir jetzt mal geradeaus weiter zur nächsten Haltestelle. Media Center Astra. Ist das nicht da, wo mein Busunternehmen ist? Müsste sogar. Leute, ich frage mich, also fragt mich auch nicht nach dieser Qualität. Ich habe sie nicht so eingestellt. Nächster Halt, Media Center Astra. Keine Ahnung, warum sie so ist. Diese. So, dann steigen die mal alle rein. Okay. Dann halt nicht. So. Ja, dann heul leise. So. Das hat weh getan. Warum will er mich eigentlich versuchen zu überholen, wenn er es eh nicht schafft? Ich check das nicht. Der Führerschein, der mir jemanden gegeben hat, nennt sich Fahrlehrer. So, fahren wir hier mal rum. Da habe ich wieder 1000 Minus, weil da so ein scheiß blödes Auto wieder da vorne steht. Aber egal. Eigentlich machen wollte ich den Sitz nach vorne. Oh, da ist mein Kollege. Nächster Halt, Westspeicher.
überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Tja, ich glaube, es wäre eine gute Sache. Zack. Die ganze Arbeit. Hier will eh keiner aussteigen. Okay, einer, wow. So. Dann fahren wir mal gleich nach rechts. Ey, warum stehen jetzt hier schon wieder 100 Millionen Leute? Fahrt doch jetzt einfach mal. Fahren. Ich wäre schon dreimal drüben. Schön, dass das Ananas heißt. Das juckt hier aber, glaube ich, niemand im Bus, sondern sonst hätte hier jemand geantwortet. Können auch einsteigen, oder bleiben sie jetzt da draußen? Ja, dann bleibt halt da draußen stehen, ne? Wie ist jetzt nochmal? Ne, will keiner einsteigen, okay. So, wenigstens lassen sie mich hier raus. Wenigstens lassen sie mich raus, das ist doch was. So. Fahren wir mal weiter mit diesem geleckten Spiel hier. Weil die hier viel zu viele Dinge hin gemacht haben, was leckt. Wir haben wahrscheinlich wie bei Roblox irgendwie was aus der Toolbox genommen. Vor allem die Grafik, Junge, wie schlecht ist die eigentlich? Die Grafik ist so schlecht von diesem Spiel. Man kann dieses Spiel eigentlich nur haten, Junge, so schlecht wie es ist. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, naja, das hat der Rat doch schon gesagt. Das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Nächster Halt, Grannys Platz. Es läuft ja auch noch so eine alte etwas rum. Wow, was die Leute da umgefahren? Das war gerade sehr knapp. So. Ach, wir müssen hier rechts rein. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ah, wie schön, dass es schon Wochenende ist. Oh, ein Rad hat die Bordsteinkante berührt. Oh, ich bin Simulator 18 Entwickler und muss unbedingt dieses Feature einbauen. Oh, Junge. Eine Fahrkarte bitte. Von der aktuellen Handlung enthüllt. Danke. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Ah, das weiß ich auch nicht. Die musst du halt messen. Oh. So. Heute ist bald Wochenende. Ich hupe gerne. Okay, es reicht. Ja gut, meins Werner, da ist gerade Werner gelaufen draußen, ja. Nice, dass der auch mal ein bisschen spazieren geht, ne? Weil er muss fit bleiben. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, dann ist es halt so. Wenn er der Leidenschaft guckt, zwar keiner mehr, aber egal. Wenn dann gucken es nur alte Leute. Nichts gegen alte Leute, Leute. Aber es ist wirklich so. Wer guckt denn heutzutage noch diese Serie, Film, was auch immer das sein soll? Es juckt niemanden. Danke. Bitte. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Du denkst, aber du kriegst keine. Danke. Oh, ich habe dir sogar ein bisschen 20 Cent zu viel gegeben.
So. Ah, jetzt hier raus. Na, jetzt stehen wir hier wieder im blöden Stau, weil kein Mensch fährt. Oder kein Mensch fahren kann, eher gesagt. Letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar! Na klar! Oh Junge, die gehen mir echt auf den Sack, die hier drinne. Sollen sich mal... Keine Ahnung, was die machen sollen, ey. Können die jetzt mal fahren? Ey, das ist ja schlimm. Das ist schlimmer im Verkehr als bei mir hier. Ja, also ich halte auch immer an und fahre nicht. Junge! Jetzt schon dreimal hier drücken. Die Ostspeiche. Grunwald. Grunwald? Grunwald. Warum steht da Grunwald? Das ist Grunwald. Ah, dann gehen Sie mal raus, alle aus dem Bus. Ja, bitte sehr. Gehen Sie einfach raus. Haben Sie nicht gerade noch gesagt? Ich glaube, ich bin mit dem Fahrrad noch schneller. Ich hätte gerne eine Fahrkarte. Soll ich dich jetzt umbringen oder später? Auf dem Feuerkarten. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Junge. Oh. Ist die Tür auch schon zu? So. Okay. Nordspeiche. Nordspeiche. So. Holen wir hier mal kurz ein bisschen. Nee, du bleibst da stehen. So. Zack. In diese Kurve bin ich schon. Kann hier rein. Nächster Halt, Nordspeiche. Endstation. Ah nee, ist immer noch Endstation. Zellermann Forschungszentrum ist Endstation. Wenn irgendeiner jetzt von euch eine Karte haben will, ne? Geht sterben. Eine Fahrkarte, bitte. Also das ist gar nicht mein Bus und das ist auch nicht mein Busunternehmen. Ja, Junge. Also kann man so nerven. Also echt. Das ist auch noch ein Senior. Haben. Nee, darfst du nicht. Aber ich gebe dir trotzdem ein. Ausnahmsweise heute. Heute bin ich mal sehr nett eigentlich. Nicht, aber egal. Bitte steigen Sie in meinen Bus ein und hauen Sie ab. Ja, und du bist auch gleich amputiert. So, um diese Kurve steigen wir alle aus. Zellermann Forschungszentrum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Haut ab aus meinem Bus. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Verpiss dich. Ja, du Oma, du auch. Raus hier. Ah, Junge, anstrengende Fahrt. Anstrengende Fahrt. Wenigstens haben sie keinen Müll hinterlassen. So. Fertig. Ja, abruptes Bremsen 3. Oh, ja. Ja, ist trotzdem gutes Geld, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Ja, schön, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne in meiner Beschreibung, denn dort ist mein Discord-Server verlinkt. Sowie noch Instagram und Co. Habt jetzt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sonne. Ciao, ciao.